Das ist kein blöder Karpfen. Der Karpfen ist verloren. Ja. Der muss ihn suchen. Nein, so, das ist jetzt die Ausbeute der Schufterei. Ja, 25 Karpfen. Also eine echt für mich passt die Größe. Ideal zum Räuchern und zum Braten. Nicht zu lang drin, also die ja, Oder nicht und nichts. Der Zulauf ist ja da dementsprechend vom Wasser. So, und jetzt geht's nach Hause waschen, einlegen und räuchern. So, jetzt sind wir hier an meiner Warm- und Kalträucherkammer. Jetzt werden wir die Fische erstmal noch mal gut reinigen. Und dann kommt sie hier in diese Plastikbox. Und werden dann in Salz und Gewürzen eingelegt. So, jetzt sauber machen. So, ich habe jetzt hier die Karpfen drin. Die werden jetzt in der Lake eingelegt. Also ich habe jetzt hier einmal die Fische, die habe ich alles schön sauber gemacht, Kiemen raus und so weiter, nochmal gut durchgespült. Und da kommt jetzt erst als erstes, habe ich hier einen 7 Liter Topf mit Salzlake. Das heißt also, ja, 70 Gramm auf 1 Liter, 70 Gramm Salz auf 1 Liter, das ist jetzt normales, übliches Jodsalz zum ja, Heißräuchern, reicht das vollkommen. Bei den Karpfen, beim Kalträuchern gibt es dann da extra so ein Pökelsalz, aber hier für das Heißräuchern von den Karpfen reicht das vollkommen aus. Fruni, komm her, hierher, Fuß. Das heißt also, wir kippen jetzt erstmal, wie gesagt, immer 1 Liter 70 Gramm Salz rein, bis die Fische komplett bedeckt sind. Das schaut auch schon gut aus. Ja, 1 Liter darf man da noch reintun. Und jetzt kommt praktisch die Gewürze. Ich habe jetzt hier Wacholder und ja, hauptsächlich schwarzen und roten Pfeffer aufgekocht. Das ist jetzt auch schön kalt und das mischen wir jetzt auch drunter. Ja, und da dürfen wir jetzt, das Ganze wird so lange gemacht, bis die Fische komplett bedeckt sind.
Dana! Pfui! Dana, hör auf, lass das Huhn! Dana! Dana! Pfui! Fräulein, kommst du her? Hör auf! So, und da nochmal zum Thema Aufbewahrung. Also da nehme ich immer so, ja, so Zipbeutel. Und da friere ich dann die, ja, geräucherten Fische ein, weil 25 Stück oder noch mehr auf einmal essen ist immer ein bisschen schwierig. Und da friere ich die dann so ein. So schaut das dann aus. Also ist eine wunderbare Geschichte und die friere ich ein, und wenn ich dann mal Lust auf Karpfen habe, nehme ich den Beutel aus dem Gefrierschrank, lege mir den in den Kühlschrank, lasse das Ganze auftauen und ja, habe dann praktisch meinen frischen Fisch. Und so mache ich das mit allen Fischen. Die werden dann schön eingefroren und sind dann ja locker bis, ja, Frühjahr, fast Sommer. Immer wenn ich mal Lust habe auf ein Stück Fisch, nehme ich mir die raus und fertig. Also erst räuchern, dann esse ich ein paar und der Rest wird eingefroren. Und wenn man Lust hat auf was Gescheites zu essen, kein Pangasius-Scheißefisch oder sonstiger Dreck, dann hole ich mir einen Beutel raus und hau den auf. Ja. So. Ja, wie sagt man da? Betreibe ich meine Bevorratung zu Hause. Ja, so kurze Zusammenfassung zu meiner Räucherhütte. Also zum Kalträuchern funktioniert die wunderbar. Wo ich jetzt definitiv noch dran arbeiten muss oder was ich mir machen werde, wäre eine Heißräucher, ein Heißräucherofen. Ja, jetzt, weil wie gesagt das mit den Fischen eigentlich ganz, ganz gut Spaß gemacht hat. Elvis! Ja, und jetzt
werde ich mich mal ein bisschen auch noch mit dem Kalträuchern befassen und dann kommt das Ding auch mal wieder zum Einsatz. Ja, das war's. Vielen Dank. Macht es gut. Euer Waldläufer.